In diesem Screencast möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Kursansicht geben. In der Mitte finden Sie den Inhalt des Kurses. Links gibt es einen Navigationsbereich, der sich ein- und ausklappen lässt. Scrollt man durch den Kurs, wird dort immer der Inhalt oder Abschnittsname hervorgehoben, der im oberen Bildschirmbereich noch vollständig zu sehen ist. Über den Navigationsbereich können einzelne Abschnitte oder Inhalte direkt ausgewählt werden. Über die Abschnittsnamen gelangen Sie von den Inhalten wieder auf die Kursseite. Im oberen Bereich des Kurses befindet sich das Kursmenü. Über Kurs gelangen Sie von den unterschiedlichen Untermenüs immer wieder zurück zur Kurshauptseite. An dieser Stelle können die Einstellungen des Kurses geändert werden. Hier finden Sie die Liste der TeilnehmerInnen, die Einschreibemethoden und die Gruppen. An dieser Stelle finden Sie alles rund um die Bewertungen. Unter Berichte finden Sie unter anderem die Berichte zur Kursbeteiligung und zu den Aktivitätsabschlüssen. Unter dem Punkt Mehr befindet sich im Prinzip alles andere, wie zum Beispiel der Inhaltsspeicher für die H5P-Aktivität, die Fragensammlung für die Aktivität Test und verschiedene Möglichkeiten zum Wiederverwenden von Kursen. Rechts am Rand sind die Blöcke angeordnet. Die Blockleiste ist, wie auch der Navigationsbereich, ein- und ausklappbar. Über Ihr persönliches Nutzerprofil können Sie auf einige kursübergreifende Punkte zugreifen. Beim Klick auf Bewertungen werden Ihnen alle Bewertungen aus Kursen angezeigt, in denen Sie TeilnehmerInnen sind, und eine Liste von Kursen, in denen Sie Bewertungsrechte haben. Über Kalender gelangen Sie zu Ihrem Kalender, in dem die Termine aus all Ihren Kursen angezeigt werden. Unter Meine Dateien können Sie Dateien ablegen und zum Beispiel in andere Kurse verlinken. Hinter dem Punkt Einstellungen finden Sie unter anderem Einstellungsmöglichkeiten für die Forenansicht, den Kalender oder die E-Mail-Benachrichtigungen. An dieser Stelle lässt sich die Sprache von Moodle ändern. Die Kursinhalte selbst sind jedoch nicht in allen Kursen mehrsprachig angelegt. Wenn Sie im Kurs eine unterrichtende Rolle haben, können Sie über Rolle wechseln in die Studierendenrolle wechseln, um zu sehen, wie Ihr Kurs für Studierende aussieht. Über Logout können Sie sich vom System abmelden. Wenn Sie im Kurs eine unterrichtende Rolle haben, können Sie hier die Bearbeitung einschalten. Nun können Sie Aktivitäten oder Materialien hinzufügen oder neue Themen anlegen. Weitere Blöcke können über die Blockleiste hinzugefügt werden.